Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko ist erzürnt über spanische Medien. Dass einige Zeitungen kürzlich berichteten, Max Verstappen könnte sein Veto dagegen einlegen, dass Carlos Sainz in der Formel-1-Saison sein neuer Teamkollege wird, hält er für, so wörtlich, Mist. Red Bull sind diejenigen, die über die Fahrerpaarung entscheiden, stellte er gegenüber Diario Sport klar. Dass Verstappen und Sainz sich nicht grün sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Die ehemaligen Toro Rosso-Stallgefährten von 2015 und 2016 zankten sich während ihrer gemeinsamen Zeit im Junior-Team wegen einiger grenzwertiger Zweikämpfe und angeblich missachteten Teamordern. Dazu war der Spanier über Verstappens rasche Beförderung zu Red Bull alles andere als glücklich. Einzige Alternative für das freie Cockpit scheint der aktuelle Toro Rosso-Mann Pierre Gasly zu sein, der zuletzt mit guten Leistungen aufhorchen ließ und Erfahrung mit dem Honda-Motor mitbringen würde. Sainz, der bei Renault gegen Nico Hülkenberg nur wenig Stiche gemacht hat, scheint mit McLaren zu verhandeln, wo er als Nachfolger für Stoffel van Dorn im Gespräch ist. Die Spekulationen über die Zukunft der Fahrersituation beim österreichischen Rennstall sind Folge des Abgangs von Daniel Ricciardo. Der Australier, der seit 2014 für Red Bull fährt, hatte Anfang August seinen Wechsel zum Konkurrenten Renault bekannt gegeben.